Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Le Hügel der Toskana bei mir. Geschichten aus dem Toskana-Garten. Jo, die ganze Nacht haben wir hier rumgemacht hier und haben mit dem Dingenskirchen da jedenfalls gemulcht. Und ich kann keinen Mulcher mehr sehen. Da steht der Klaas. Ich habe aber Geld ausgegeben. Ihr seht schon, ganz viel habe ich leider nicht mehr auf dem Konto hier. Das ist schon wieder ganz schlecht. Ach und ja, sorry. Ich habe ja mein Board umgebaut und ich habe dieses, auf dieser Karte war ich noch nicht drauf. Das heißt, es wird am Anfang ein bisschen ruggeln. Jetzt hole ich meinen Flug ab in Klaas Grün. Wir hatten uns ja einen gemietet. Den habe ich jetzt gekauft. Ist jetzt nicht lustig, dass es so ruckelt. Naja, egal. Wir wollen mal gucken, dass wir das einigermaßen dann hinkriegen. So, einmal AOC, wenn ihr so ein bisschen Rauschen hört, nicht wundern, es ist tatsächlich, obwohl wir den 8. Juni haben, die Luft hier oben steht. Das heißt, mein Rechner zieht sich mal eben ungefähr 26 Grad warme Luft rein und demnach laufen die Ventilatoren etwas schneller als normal. So, ja. Mensch, in letzter Zeit bin ich so ein bisschen verwirrt, ey. Ganz ehrlich. Und mir fällt gerade schmerzhaft ein, was ich vergessen habe. Ich habe das Soundboard für den Teamspeak noch nicht installiert. Das heißt, ich kann niemanden anrufen, weil mein Handy kaputt ist. Also, es klingelt nicht mehr beim anderen. Es schickt kein Signal mehr raus. So sieht das aus. Muss mir da auch ein neues Handy kaufen. Ja gut, was will man machen? Was man im Kopf nicht hat. Aber ganz ehrlich, ich laufe niemanden hinterher wegen Arbeit. Wenn einer meine Hilfe will, soll er Bescheid sagen, dann kriegt er sie. Ansonsten nicht. So. Kann ich bei diesem Flug eigentlich auch, muss ich mal ausprobieren, kann ich bei dem die Felgen ändern von der Farbe her? Geht das? Dann muss ich hier irgendwie gleich wieder rauskommen. Ich hänge die Tür auf. Tatsächlich, warum fahre ich eigentlich hier mal rückwärts wieder raus? Kann mir das irgendjemand mal erzählen? So, pass auf. Das ist der Flug. Konfigurieren. Ne, ich kann nur die Hauptfarbe ändern. Okay. Ich dachte, das ginge. Ich befürchte, ich werde hier, Alter, hier werde ich nicht rauskommen. Das wird nix. Das wird nix. Gut, perfekt. Dann müsste ich mir noch mal ein paar Felder aneignen. Wer will eigentlich was? Ach so. Ja, wir haben ja Namen.
glaube ich, ausgeblendet. Von daher ist das irrelevant. Sonnenblumen sind auch noch nicht so weit, die können wir nicht abernten. Ja. Was soll man machen? Grad sollen das heute werden. Das ist ja genauso wie hier im realen Leben aktuell. Da kann man sich ja richtig reinfühlen hier. Schön mit diesem riesen Geschoss hier durch den Wald. Das ist... Tiere fressen bei dem Wetter auch nicht richtig. Gut, ich habe keine. Außer eine Katze. Aber die will auch nicht fressen bei der Hitze. Eieiei. So. Ob mein eigenes Feld habe ich gepflügt, das ist soweit okay. Kann mich eigentlich hier hinstellen. So. Aber welches Feld könnte ich mir noch kaufen? Mal überlegen. Das hier ist meins. Der 87 sind Sonnenblumen. Kann ich überhaupt irgendwas machen? Ansäen oder sowas? Gucken, wir sind hier jetzt September, ja? Saatzeitpunkt. Ich könnte noch keinen Weizen, noch keine Gerste. Ich könnte Raps anbauen. Aus Raps könnte man Öl machen. Habe ich die Ölmühle schon gekauft? Hm, weiß ich nicht. Sonnenblumen wäre jetzt theoretisch Erntezeitraum. Trauben. Erntezeitraum, die sind runter. Oliven brauchen noch. Pappeln, Gras, Ölrettich. Weiße Trauben. Ja, das ist ja alles schon runter. Das haben wir ja schon Anfang September gemacht. Außer, dass ich jetzt hier ein Feld kaufen könnte und würde das dann eventuell pflügen. Glück, dass man kein Wölkchen am Himmel. Das wird eine brüllende Hitze heute. Okay, da wir hier schon mal sind, werde hier... Bodeninformationen kaufen, jawohl. Auch unbedingt Geld. Vielleicht kann ich meine Tante aus Kalkutta umbringen oder so und dann erben. Aber ich muss an mein Erspartes ran, glaube ich. Hier müssen wir auch mal gucken. Bodeninformationen kaufen, jawohl. Escape, dann haben wir das auch. Erwarteter 64%, ja. Das haben wir so fertig bekommen oder so. Was ist hier denn drin? Keine Daten vorhanden. Hier ist ja nichts drin. Aber es ist gekalkt. Wartet mal. Ich kann doch... Welches Feld ist denn das? Darüber gibt es das doch günstiger. Feld 97, guck mal. 97, wo ist es? Da.
34.000. Das kann ich kaufen für 34.000. Ich könnte es pachten. Was kostet das auf normalem Wege, wenn ich es kaufe? 30.000. X. 204.000. Siehste mal, guckst du? Glaube, ich lasse mich da mal drauf ein. Da ist doch das Pachtsystem 97. Soll ich das jetzt schon kaufen? Muss der Ansehen auch noch. Ich brauche definitiv Kohle. Ich kann im Moment aber auch nicht wirklich irgendwas ansehen, Mensch. Aber hier. Was kostet denn so ein. Ich habe keinen Düngerstreuer, oder? Ich weiß nicht mal, was ich für Sachen habe. Das ist doch unglaublich. Tiefenlockerer habe ich. Olivententechnik, Großtraktoren, mittelgroße Traktoren, Teleskopladerwerkzeug. Das Ding kann erstmal weg. Das habe ich mir. Damit habe ich mich total verkauft. Das braucht kein Mensch. So. Das ist mein Wasserfass. Das ist die Ape. Traubentechnik. Ja. Düngerstreuer. Düngetechnik. Was haben wir denn da? Wir haben. Kilo gehen da rein. Was geht hier rein? 500 Liter. Was ist das denn für ein Ding? 26.000, 25. Warte mal, 573. 785. 42 Meter. Das ist dasselbe. 73 Kilo. Geht mehr rein und kostet nur 1.000 mehr. Komm. Aufkleber nehmen wir neu. Kapazität XL. XL-Kapazität. Kostet dann noch ein bisschen mehr. Erste Ladung kriege ich kostenlos, was das Füllen angeht. Das sage ich euch. So, pass auf. Wo ist mein Hof? Dann machen wir hier Kalk drauf als erstes und dann Dünger. Und dann können wir vielleicht als nächstes. Ja. Der Traktor. Fahren wir mal noch mal zum Händler. Kennt uns schon und freut sich. 95.000 habe ich jetzt noch. Na komm, erste Ladung Kalk und Dünger hole ich mir auf jeden Fall so. Und weitere auch soll er abrechnen. Guck, was hier für Nebel hochzieht, ey. Uiuiuiuiui.
Alter, ist das dunstig hier im Wald. Gucken, ob er mir. Das machen wir als erstes Kalk. Wir machen erst Kalk. Mal gucken, ob er mir da was schenkt. Wollen wir mal gucken. Warte mal, aber ich sehe gerade was. Was ist denn das hier hinten? Alles flüssig. Das Futter. AdBlue. Da kann man nichts mehr tun. Aber. Fülle das Gerät. Ach so, warte mal. Ha! Wollte gerade sagen, das ging doch irgendwo her. Hier rüber. Hat Flugmodus, Superstärke, schade. Mist! Der gibt uns nichts kostenfrei. Nix. So zum Testen, nichts. Big Pack Paletten. Big Packs. Mineraldünger. Ne, wir wollen erst Kalk, oder? Wie war das? Streusalz, Mischfutter, bla bla bla. Kalk, Big Pack. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingehen. Gucken wir einfach mal. Rest müssten wir dann gegebenenfalls abholen. Außerdem spielt es keine Rolle, ob man zuerst Kalk oder eher zuerst Dünger drauf macht. Ich denke mal, wenn ich jetzt als erst kalke und dann dünge, dann sieht man das besser, wo man schon war. Ja. Zehntausend Liter, okay. Ja, cool. Können wir das zumachen? Dann kann ich kalken. Hätte auch die Bodenproben selber machen nehmen können, aber ich. Oh, jetzt hätte ich fast das arme Tier übergefangen. Aber. Ja, 92, das gehört dem Dingenskirchen. Ich vergesse immer den Namen da. Nico, ne, Picola, wa? Wie ist der Picola? Irgendwie bin da so ein bisschen, kann mir Namen nicht merken, wisst ihr. Den wir hier beim letzten Mal schon schön gepflückt haben. Gar nicht so schlecht eigentlich bei dem Feld. Guck mal. Sieht so gesehen ganz gut aus sogar.
stellenweise schon fast zu viel, aber okay. Es soll wohl gehen. Ist eigentlich automatische Ausbringung, ne? Meter. Gibt's das? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich müsste mal in, muss mal in Urlaub fahren. So an die Nordsee oder so. Weil Toskana, ja, das kenne ich ja, da wohne ich ja. Andere machen hier Urlaub, ich lebe hier. Aber ich habe im Moment echt nicht viel zu tun. Das ist total doof, ich habe Langeweile. So, nochmal zum Händler, nochmal vollfüllen. Jetzt wäre ich fast umgekippt. Unglaublich. Wetterprognose soll bewölkt werden, ja. Nein, mein Husten wird auch nicht besser. So. Aber drei Säcke, das reicht, wa? Da hole ich jetzt nicht nochmal nach. Wieder Tempomat rein hier. Warum? Jetzt sagen, warum habe ich eigentlich Licht an? Guck, da ist schon mein Feld. Junge, die Gummimann. Was soll das denn? Ich hoffe, das reicht, Mensch. Ich will dafür jetzt nicht extra noch neuen Kalk kaufen. Liegt mir fern. Zwei, fünf.
40, das müsste eigentlich reichen, oder? Nicht ganz. Jetzt waren wir wieder so klar. Das darf nicht wahr sein, oder? Hierüber kriege ich ihn. Nicht befüllt, schade. Muss ich echt noch einen Beutel Kalk kaufen? Es kann nicht wahr, nicht, es kann nicht angehen, das hat nicht reicht, Mensch. Wegen so ein paar Gramm, ey, ganz ehrlich. Ja, was willst du machen? Es ist, wie es ist. 8:21 Uhr. Bisschen gekalkt, gleich in der Sonne legen. Das muss dann aber reichen. Prozent. Ich hoffe, ich muss dann nicht nochmal. Ja, ich muss sowieso nochmal fahren. Ich brauche ja noch Dünger. Alter Schwede! Hast du ein Glück, dass ich mich eigenständig wieder aufrichten konnte, du Pappnase. Einfach mal so vorherziehen. Blaue Flecken auch noch, Mensch. Das Stückchen hier noch. Können wir jetzt die automatische Ausbringmenge mal einmal abschalten, weil ich sowas gerne komplett abgedeckt habe, ne? Damit das nicht so aussieht, als hätte sie die Hälfte vergessen. Dann können wir die letzten 5% hier auch drauf verjubeln. Weg damit.
Und dann holen wir uns Dünger als nächstes. Das können wir auch schon mal einkaufen. Mineraldünger Big Pack. So. Achte. Ja, komm, 8 Stück. Kaufen. Teuer. So. Ja, dann brauche ich noch eine Sämaschine. Muss mir überlegen, was ich ansäen will. Und eventuell muss ich einen Kredit nehmen. Oder muss hier nochmal auf die Suche gehen, auf der Karte, nach Schätzen. Will ja die Ölmühle oder was, das ist auch noch kaufen. Das Geld fehlt mir ja auch noch dafür. Die Oliven sind noch nicht so weit, die Geld bringen würden. Hinten die Produktion muss ich mal nachgucken. Gut, die bringen natürlich regelmäßig Geld. Aber das ist natürlich auch nicht jeden Tag, ne? Mal gucken, was an Dünger da drauf geht. Sonnenblumen muss ich ernten. Da brauche ich natürlich einen Drescher und einen entsprechenden Vorsatz dann wieder für. Ja, so kommt eins zum anderen. Die müssten komplett reingehen, die 8, wa? Sogar noch einen mehr. Ja. Einen noch. Escape. So. Gehen auch noch rein. Oh, noch einer? Hm. Also gehen immer 10 da rein. Ja, gut. Denn auch. Ja, ich denke, das Düngen werde ich heute noch machen. Ansonsten werde ich heute nicht mehr viel ausrichten können. Tiere habe ich nicht. Das ist richtig abgrundtief langweilig. Automatisch Ausbringmenge aktivieren und jibbien. Dann sehen wir nämlich genau, wo wir gewesen sind. Guck mal, was hier drauf geht. Wow. Wollte gucken, was das da eigentlich ist. Das machen wir gleich, sobald wir hier fertig sind. Ich hoffe, ich denke daran. Ich bin ja so vergesslich. Tempomat rein. So.
Ja, Dünger ist ergiebiger anscheinend. Ist ja auch teurer. Eine Ecke Kalk übrig geblieben. Guck dir das an. Ach ja, was ist das schön, ne? Wie viel Grad haben wir denn jetzt? 19 schon. Und da überlegt man das morgens um halb, was haben wir denn? 9 Uhr. Naja. Ich bin für diese Temperaturen nicht gemacht. Also der Dünger reicht auf jeden Fall. Piccola, der klingt wie so ein Mini-Sekt. Ich glaube, das ist ein echter Italiener. Bin ja nur zugezogen. Ich habe ja einen deutschen Namen, nicht? Piccola, ja. Pico, klein. Kleine Italiener. Warum hat er da hinten denn so ein Loch gelassen? An der Ecke auch. Richtig gekalkt ist an der Ecke auch nicht. Naja, im nächsten Jahr. So, und sind wir gleich fertig, Mensch. Dann wollte ich noch eben gucken, was das für ein Gebäude ist. Das lässt mein innerer Monk nicht zu, solche Stellen hier. Schalten. Warum steht der eigentlich so quer hier? Hä? Aber habe ich da nicht irgendwas mal reingefüllt?
mal eben gucken. Meine Produktion, wo sind sie denn hier? Ah, Traubensaft, Trauben, Rosinen, weißer Traubensaft, weißer Traubensaft. Das sind die Traubensaftherstellungen. Das hier läuft noch alles wunderbar. Ölpresse, Weinfabrik. Ist nichts drin. Ist denn der ganze Traubensaft? Den behalten. 0 Liter. Ja, da kommt nichts. Da gibt's dies Jahr keinen Wein. Das wird nicht. Hoffentlich passiert mit den Oliven wenigstens was. So, jetzt will ich gucken, was das da für ein Raketenbunker ist. Ja, hier wunderbar, ne? Guck mal, pH-Wert perfekt. Da hätte mehr runterkommen können, aber okay. Was ist das? Nee, ist ja keiner. Da kann man ja mal drauf aufs Gelände, ne? Getreidemühle. Aha. Ist dunkel hier. Lost Place. Aha. Ist hier in den Wald eingelassen. Ich gehe mal ein bisschen suchen. Ich will mal sehen, wo die Ölmühle ist. Vielleicht finde ich ja Schätze unterwegs. Wäre natürlich auch eine schöne Sache, ne? Sprach's und stolpert über einen Traktor oder so ähnlich. Na gut, gut. Die Karte gucken. Escape. Karte. Kauf. Da ist eine Produktion. Das ist die Getreidemühle, da sind wir jetzt. Ist eine Produktion, da ist die Biogasanlage. Ist eine Produktion, da ist die Ölfabrik. Markierung setzen. Da laufen wir jetzt mal hin. Ach ja, Kinder. Irgendeine Fabrik habe ich ja schon. Gut, aber ich habe noch keine Oliven, nichts. Ich kann ja nichts ernten. Ich kann ja nichts machen hier im Moment. Das ist ja alles eine wirtschaftlich sehr schwere Lage. Steine ohne Ende hier auf dem Acker. Aber liebe Leute, mir ist jetzt zu warm. Ich werde mich jetzt hinlegen. Oder langsam zur Ölmühle gehen und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Auch mal beim Intoxic reinschauen.
was er hier so treibt auf dieser Karte. Und in diesem Fall, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.